Einen schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Börse Stuttgart ist heute auf der Straße, on the road sozusagen. Wir melden uns vom Kapitalgipfel in München. Aber trotzdem sollen Sie nicht darauf verzichten, auf Ihren Marktbericht. Den gibt es jetzt. Und es ist ganz interessant, die Anleger gehen recht gelassen um mit dem Thema Trumps Absage des Nordkorea-Gipfels. Wir hatten ja gestern eine herbe Enttäuschung gesehen, auch bei den Aktienkursen. Aber heute, zum letzten Handelstag der Woche, geht es leicht nach oben mit den Kursen. Und man könnte jetzt sagen, wir reduzieren so ein bisschen den bisherigen Wochenverlust, der so bei etwa 1,7% liegt. Den reduzieren wir etwas, aber wir werden vermutlich auf die erste Verlustwoche hinlaufen. Die erste Verlustwoche seit März. Die Themen sind eigentlich nach wie vor das Gleiche. Wir haben diesen Handelsstreit, wir haben geopolitische Themen. Wir haben das Thema Automobile. Da hatte ja Trump den Finger gehoben und gesagt, wir werden hier prüfen, ob wir entsprechende Strafzölle erheben. Man guckt auch in Richtung Italien. Da geht es ja jetzt ans Eingemachte. Was hat die neue Regierung davor? Viele Themen, die sicherlich auch belasten. Und wir haben heute ganz wichtig den IFO-Geschäftsklimaindex. Und da sagen die Experten, das erste Quartal ist recht schwach gelaufen. Und es könnte jetzt sein, dass die Schwäche aus dem ersten Quartal hinüberschwappt in das zweite Quartal. Und genau diese Frage soll der IFO-Geschäftsklimaindex heute Vormittag dann beantworten. Wichtig, die Aktie der Deutschen Bank wird heute ex-Dividende gehandelt. Gestern das Sparprogramm, gestern auch die Hauptversammlung. Die Aktie 5% in die Knie gegangen. Kurz vor 10 Euro hatte sie gestoppt. Heute dann der Dividendenabschlag von 11 Cent, wenn wir den 10 Euro wieder relativ nahe kommen. Schauen wir ganz kurz rein in die einzelnen Themen. Autobauer, gestern noch richtig durchgeschüttelt, durchgeprügelt worden, eben durch das Thema Strafzölle. USA sind sie kräftig in die Knie gegangen. Heute gibt es eine gute Nachricht. BMW und Volkswagen bleiben spitze. Was das Thema Umsatz und Gewinnsituation angeht, da ist Volkswagen nach wie vor weltweit führend. Und was das Thema Profitabilität angeht, da hat BMW seinen Spitzenplatz verteidigt. Das sage jetzt nicht ich, sondern das sagen die Experten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young. Ganz wichtig auch das Thema Ölpreise. Wir hatten ja Mitte der Woche gesehen, dass die Erdöllagerbestände in den USA sehr stark, überraschend stark angestiegen waren. Das hatte die Ölpreise unter Druck gesetzt und dieser Druck setzt sich jetzt noch weiter fort. Wir schauen noch ganz kurz auf die Top-Zahlen des Tages. Der DAX startet im Plus bei 12.917 Punkten. Kleines Plus, 0,5%. Es ist ein sehr bullisches Signal. Der Dow Jones war dann am Ende des Tages noch im Minus geblieben, hatte sich aber von seinem großen Tagestief von über 1% wieder gelöst. Also auch hier setze so ein bisschen Umdenken, Aufatmen ein. Wir schauen noch ganz kurz auf den Euro. Kleines Minus hier unter 1,17. Und zum Abschluss noch der Goldpreis. 1.303 Dollar, die Feinunze. Ein kleines Minus. Der war ja gestern auch ziemlich ins Rutschen gegangen und hatte sich dann aber wieder ein wenig erholt. Ja, soweit unser Marktbericht. Hier diesmal aus München. Ihnen einen tollen Tag an der Börse. Bis später.